Leute, ich will ein Aufgebraucht-Video machen. Ich habe irgendwie heute ist irgendwie der Wurm drinnen, ich weiß nicht wieso. Erstens ist die Strähne da oben kurz, weil sie nicht geplant war, dass sie da oben rumgammelt und ich weiß nicht. Komischer Tag heute, Irgendwie ist heute überhaupt nicht mein Tag, aber mein Mann knurrt sich auch schon weg, aber ich will erst Videos drehen, bevor ich esse, also ja. Ich habe vor, ein aufgebrauchtes Video zu machen, habe ich euch schon gesagt. Bevor ich das aber mache, ich finde es echt schade, dass ich das erwähnen muss, aber ich bin eine Person, die gerne Sachen benutzt, viel kauft, viel aufbraucht. Also wundert euch nicht, wenn das nicht so umweltfreundlich wirkt in dem Video. Nicht wundern. Einfach nicht wundern. Ich habe in letzter Zeit sehr viele komische Kommentare bekommen und ich habe halt das Gefühl, dass ich das erwähnen muss, damit eben nicht mehr so viele kommen. Naja, sie werden sicher sowieso kommen, die komischen Kommentare, aber darum geht's nicht. Es geht einfach ums Prinzip, ich wollte einfach erwähnen. Wundert euch nicht. Ich bin eher die, die was Team kompletter Konsumverschwendungsding ist. Also extrem viel ausgeben, extrem viel aufbrauchen. Ja, ich wollte das nur mal klarstellen. Auch wenn euch die Sachen gefallen und ich finde sie nicht gut, nicht böse sein. Ich finde das echt traurig, dass ich das in dem Video erwähnen muss. Ah, okay, machen wir weiter. Und zwar mit den ersten zwei Sachen. Ich habe Cadea Vera Reinigungstücher aufgebraucht. Die kaufe ich mir ja immer in Aktion beim Müller, wenn sie um 89 Cent, glaube ich, sind die manchmal. Die kaufe ich mir nämlich immer vom Schminktisch, weil leider gibt es die ja von Action nicht mehr. Wisst, wie ich die von Action geliebt habe, aber die gibt es nicht mehr und waren viel, viel günstiger. Ja, deswegen habe ich jetzt die, mit denen bin ich auch zufrieden. Für den Schminktisch reicht das, wenn man so Swatches wegmachen will. Mit welchen ich auch zufrieden war, waren die Ananas-Reinigungstücher. Und die gibt es ja leider nicht mehr. Wurden nicht rausgenommen, aber war eine Limited Edition. Denen traue ich extrem hinterher, ich zeige es euch nochmal genau. Denen traue ich wirklich furchtbar hinterher, weil ich fand die echt, echt gut. Die kommen direkt nach den Kokos Limited Edition, die es mal gab von Cadea Vera. Ja, also ich hoffe, dass im Sommer auch eine geile Kollektion rauskommt von der, also Kollektion. Ich hoffe, dass im Sommer auch eine coole Variante rauskommt, so wollte ich sagen. Weil ich traue denen echt hinterher, das war nämlich meine letzte Packung. Obwohl ich eh so viele bunkert habe, aber irgendwann gehen die Dinge halt leer. Und ich habe extrem Haarausfall. Ich habe einen Badezusatz aufgebraucht. Wollige Winterwärme mit Orangenöl. Orangenöl-Zimt. Sehr gute Beschreibung. Die Verpackung ist mega süß. Ich meine, schaut euch das an, es ist doch zuckersüß. Ich habe auch gerade, ich habe gestern oder so nachgeschaut, ob es das noch gibt. Es gibt es noch, es geht nur schon aus dem Sortiment. Ich warte, vielleicht reduzieren sie das, weil dann kaufe ich mir zwei auf jeden Fall nach, weil ich fand das mega geil. Das hat so geil gerochen. Und das hat so einen geilen Schaum gemacht. Ich habe es geliebt. Ich habe es wirklich geliebt. Und ich hoffe, dass die Sachen reduziert werden, damit ich mir die bunkern kann. Weil nicht nur, dass die Verpackung mega süß ist, sondern auch der Duft war mega geil. Und der Schaum, wie gesagt, war auch mega. Haarspray. Und da muss ich sagen, das benutzt der Stefan mit mir mit. Deswegen geht es natürlich schneller leer. Ich mag den noch immer am liebsten. Ich würde auch, ehrlich gesagt, gar keinen anderen kaufen wollen oder probieren wollen, weil ich habe seit, weiß ich nicht wie vielen Jahren, 10 Jahren oder so, benutze ich den jetzt schon. Und ich bleibe dem treu. Ich bleibe den wirklich treu. Ich liebe den. Das, um den geht gar nichts. Den kaufe ich aber halt immer nur, wenn er beim Müller in Aktion ist. Sonst kaufe ich mir den Haarspray nicht nach. Zahnpflege. Habe ich zwei Dinge aufgebraucht. Einmal meine Meridol-Zahncreme. Der Stefan hat nämlich auch eine leer. Ich habe sie jetzt da schon reingeworfen. Da ist noch ein bisschen was drinnen. Das soll er heute dann verwenden. Die benutzt er immer. Er kauft doch, also er hat die sich auch sogar selber gekauft, was ich weiß, weil er mit meinen immer unzufrieden war. Ich hatte ja öfter die von Terra Naturi oder eine mit Bubblegum habe ich, ich hasse die, die Verpackung ist furchtbar und ich habe mir die leider noch einmal gekauft, also das ist ganz furchtbar. Er hat sich deswegen dann die gekauft, das ist diese Blender Mate, diese White Dings ist das. Da ist aber jetzt noch ein bisschen was drin, deswegen lege ich sie auf die Seite. Die soll er dann heute aufbrauchen. Aber ich habe sie jetzt euch schon gezeigt. Normalerweise mache ich das ja nie. Aber ich habe sie euch jetzt schon mal gezeigt, damit sie einfach dann weg ist. Damit wir sie dann entsorgen können. So, meine Produkte, die ich leer gemacht habe. Die hat aber auch mitverwendet. Das ist die Meridol Zahncreme. Die liebe ich ja. Ich kaufe die mir immer dazwischen nach. Ja, ich liebe die. Ich kaufe sie mir immer wieder nach. Ich habe auch, glaube ich, noch zwei Backups oder so von der. Bilde ich mir ein. Ich liebe die. Ich kaufe die immer. Besonders wenn die im Doppelpack bei uns bei Müller erhältlich ist.
kaufe ich sie mir immer wieder nach. Was ich noch gut fand, was habe ich vom Zahnarzt gekauft habe, ist von Meridol Med eine Mundspülung, die eben für mein Zahnproblem war. Ja. Was soll ich sagen? Ich habe ja extrem Zahnfleischbluten gehabt. Ich habe noch nie so richtig darüber geredet. Ich erwähne es nur in jedem aufgebrauchten Video, habe aber noch nie so darüber geredet. Nach der Mundhygiene war das Zahnfleischbluten noch schlimmer. Und sie hat mir halt empfohlen, dass ich mir die Mundspülung mitnehme. Die hat, glaube ich, 15 Euro oder so kostet, war relativ teuer. Aber sie hat geholfen. Ich musste sie 10 Tage verwenden. Jetzt habe ich euch sie zu kurz in die Kamera gehalten. Ich habe sie 10 Tage benutzt, eine Woche musste ich Pause machen und dann habe ich wieder 10 Tage die benutzt. Es waren keine kompletten 10 Tage, aber es ging sich so halb aus. Sie war super, mein Zahnfleischbluten ist Gott sei Dank jetzt weg, Gott sei Dank. Ja, sollte ich das mal wieder haben, würde ich mir die wieder vom Zahnarzt kaufen, weil die war wirklich gut. Sie ist zwar sauteuer, aber sie hat geholfen. Wenn es hilft, sage ich, ja okay, dann kaufe ich es gerne nochmal nach. Ich meine, vorher wusste ich es ja nicht, aber wenn ich es nicht probiere, weiß ich es nicht. Oder heute rede ich so viel Scheiß daher. Ja, aber ich fand sie gut. Sollte ich irgendwann einmal wieder das Problem haben, würde ich mir sie auf jeden Fall nachkaufen. Weil die war wirklich gut. Fragt euren Zahnarzt, wenn ihr dasselbe Problem habt mit dem Zahnfleisch. Das war ja... Sorry, aber das war die Hölle. Von Balea habe ich ein Rasiergel leer gemacht. Das war dieses Sense of Magic, hat das, glaube ich, geheißen. Ja, das war eine Limited Edition von Winter, ich glaube letztes Jahr oder so. Fand ich, oder war die heuer? Ich kenne mich nicht einmal mehr mit Balea-Produkten aus. Ich habe das früher alles auswendig gewusst, aber ich weiß gar nichts mehr. Das war okay, aber es hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da jetzt noch ein Backup habe oder nicht. Der Duft war gut, aber es hat nach Beeren und Vanille gerochen. Der Duft war gut, aber ich glaube, ich würde es jetzt nicht nochmal... Den traue ich jetzt nicht so hinterher wie damals, mein Buttermilch-Limone, wenn ihr euch an das noch erinnern könnt. Das habe ich ja gebunkert, ich weiß nicht was. Aber es kam nie in letzter Zeit, außer der Wassermelone-Rasierschaum und der Rasierschaum mit weißer Schoko, kam kein Rasiergel raus, was ich extrem mir gebunkert hätte. Ich habe keins in Erinnerung, außer das Buttermilch-Zitrone. Ja, ich habe von dem noch das Duschpeeling, aber ja, es kommen eh wieder neue Produkte von dem raus, deswegen traue ich dem jetzt nicht so hinterher. Masken und Ampullen habe ich auch aufgebraucht, die habe ich sogar heute benutzt. Das war die Wake Up Coffee, Koffeinampulle von Cadea Vera. Es kommen ja wieder jetzt neue Limited Editions raus, ich habe mir die sogar schon gekauft. Und ich liebe die. Ich benutze sie immer. Sie schäumen zwar ein bisschen, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, aber ich liebe die trotzdem. Für den Preis kaufe ich sie mir immer wieder nach, das wisst ihr jetzt schon. Das sage ich euch in fast jedem aufgebrauchten Video. Nein, jeden eigentlich. Dann habe ich von Primark die Avocado-Creme-Maske leer gemacht und irgendwie fand ich die nicht so gut. Irgendwie war die nicht so mein Fall. Ich weiß nicht, ob ich die auch schon mal benutzt habe oder nicht, aber sie hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, dass ich jetzt sage, die brauche ich jetzt unbedingt wieder. Obwohl da steht, dass sie die Pickel rauszieht, zumindest zeigt das das an, oder? Dass die Unreinheiten rauszieht. Ja, vielleicht kaufe ich sie mir nochmal, vielleicht nicht, ich bin mir nicht sicher. Das entscheide ich dann, wenn ich mal beim Primark wieder bin. Sie war okay, aber der Duft war jetzt auch nicht so dermaßen geil. Dann habe ich noch eine Avocado-Maske aufgebraucht. Das ist die von Cadea Vera. Die habe ich ja auch sehr geliebt, die Maske. Ich kann die aber exakt nur im Winter benutzen. Genauso wie die Banane, weil die zu reichhaltig sind. Meistens, wenn ich solche Masken verwende, brauche ich nicht einmal meine Gesichtspflege danach. So sieht die aus. Die Verpackung ist ja mega süß. Ich liebe die Cadea Vera Gesichtspflegeverpackungen, also entweder Ampullen oder Gesichtsmasken, egal was sie Limited Editions rausbringen, die Verpackung ist einfach mega. Macht richtig DM-Konkurrenz, finde ich. Aber das ist so süß und ich liebe diese Maske. Ich habe Gott sei Dank, glaube ich, noch ein paar Backups. Ich habe fix noch welche. Ich kenne mich. Oh, sorry. Ich kenne mich, ich habe fix noch welche. Dann von Balea habe ich die Hydrogel-Augenpads aufgebraucht. Die fand ich auch gut. Die finde ich auch gut. Nur das Problem ist, dass sie rutschen. Ich finde die Verpackung ja auch mega schön von denen. Das Problem ist nur, dass sie halt ein bisschen rutschen. Das ist das Einzige, was mich stört. Aber wenn man eine Weile liegen bleibt, dann schiebe sie halt immer rauf. Weil die sind wirklich geil mit Feuchtigkeit gedrängt. Die haben echt gepflegt. Ich war wirklich verwundert. Weil in letzter Zeit habe ich so eine trockene Augenpartie. Wenn ich mich schminke, merke ich es immer mehr. Heute merke ich es auch wieder. Ich habe so eine richtige trockene Augenpartie. Ich sollte wirklich mehr Augenpads verwenden.
sollte ich wirklich. Und die würde ich mir sogar nachkaufen. Ich bin mir nicht sicher, ob es die noch gibt. Ich war schon ewig nicht mehr im DM. Ewig nicht mehr, aber ich würde mir die auf jeden Fall nachkaufen, egal welche es jetzt aktuell gibt. Weil ich glaube, die bei Balea ist ja das Blöde, dass die eben das Sortiment wechseln. Ich meine, sie wollen zwar immer neue Sachen haben und relativ immer, wie heißt das, aktuell sein, aber trotzdem nervt es mich ein bisschen. Die zeige ich euch später. Ich habe da nämlich noch ein paar Kleinigkeiten. Irgendwie rinnt da was aus und ich weiß nicht was. Ich habe noch eine Ampulle leer gemacht, die Glow-Ampulle, die mag ich auch. Ist ja auch leider Limited Edition gewesen, gibt es ja leider auch nicht mehr, aber ich fand die auch sehr, 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 sehr gut. Ich kaufe mir alle Limited Editions, ich bunker sie dann und dann zeige ich sie euch in den Videos. Aber die war auch, also die benutze ich eher dann in der Früh, wenn ich mich schminke. Die Koffein auch eher in der Früh. Also ich habe immer leider nur ein paar jetzt, die was ich eher in der Früh benutze. Und am Abend eigentlich fast gar nicht. Das ist das, was mich ein bisschen nervt. Aber manchmal brauche ich am Abend auch gar nichts. Ich habe jetzt zum Beispiel in Verwendung Proben von Clarins, von dem Peeling, von Comfort und von der Maske. Und ich habe gestern keine Gesichtspflege machen müssen, weil das so dermaßen reichhaltig war und so schön gepflegt meine Haut. Ich liebe diese Maske, aber ich habe so viel. Deswegen brauche ich gerade die Proben auf und jammer. Aber die Ampulle, die benutze ich halt eher in der Früh. Finde ich auch super. Und der Make-up ist ja auch geil. Dann nochmal Augenpads von Balea. Schon wieder. So ein kleines Balea-Ding. Aber egal. Die mag ich ja auch sehr gerne. Ich mag das, zwischendurch mag ich die lieber als Hydro-G. Wenn ich nicht so auf dieses glitschige Bock habe, dann nehme ich immer die. Kaufe ich mir eben auch wieder nach. Ich werde aber mal demnächst die von Müller probieren. Ich habe die schon lange nicht mehr gehabt von Müller. Weil an die komme ich halt nicht so ran, weil ich halt nicht so oft beim DM bin. Aber ich mag die wirklich gerne und kaufe sie mir immer wieder nach. Badezusätze habe ich auch aufgebraucht. Schon wieder eine Ampulle. Da ist irgendwie so ein Wurm drinnen. Ich sollte euch die ja automatisch gleich alle auf einmal zeigen. Das ist die Ingwer-Shot. Die liebe ich ja auch. Habe ich mir auch gebunkert. Habe ich mir auch wieder welche gekauft. Upsi. Ich habe es euch gesagt, ich kaufe mir noch welche. Weil der traue ich wirklich hinterher. Das ist die einzige von wenigen, die nicht so extrem schäumt auf der Haut. Habe ich euch aber, glaube ich, eh auch schon in vielen Videos gesagt. Und ich liebe einfach die Verpackung davon. Die Verpackung ist einfach geil davon. Da kann man nichts anderes sagen. Einen Badezusatz habe ich auch wieder aufgebracht von Tetisept. Den Cinnamon Star, also Mary Cinnamon Star. Das ist einer meiner absoluten Lieblinge von Tetisept. Ich warte heiß drauf, dass die reduziert werden. Und dann kaufe ich sie mir auf jeden Fall nach, weil ich liebe diesen Badezusatz. Ich habe gesehen, den Gingerbread gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch den und ich hoffe, dass der bald reduziert wird, damit ich ihn mir kaufen kann. Noch zwei Badezusätze habe ich leer gemacht. Einmal den Aveo Badekristalle Exotik Duft, der war geil. Nicht nur, dass die Verpackung mega süß ist, das ist von der Kinderabteilung nur so nebenbei. Man riecht es auch noch immer. Das riecht so richtig geil nach irgendeinem Fruchtcocktail für Kinder. Mega geil, ohne Alkohol natürlich. Riecht mega geil. Würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen, weil ich finde den Duft so geil. Das ganze Badezimmer, fast die ganze Wohnung hat danach gerochen. Fand ich mega. Müsste ich mal den Kindern auch schenken. Vielleicht mache ich das zu Ostern. Wäre vielleicht keine schlechte Idee. Dann habe ich noch einen Badezusatz leer. Das ist von... Ich glaube, das war jetzt mein letzter. Das war der Action-Badezusatz mit den Disney-Figuren. Das war jetzt, glaube ich, mein letzter. Jetzt kann ich schon die Minions benutzen. Ich finde jetzt nicht, dass es ein Crackling-Badezusatz ist. Das steht ja eh immer da drauf. Sage ich eh auch in jedem Video, wenn ich das benutze. Crackling-Badezusatz ist es nicht, aber ich mag ihn trotzdem. Ich fand die Verpackung halt mega und die kosten halt nichts beim Action. Ich liebe von Action die Masken und die Badezusätze. Das kann ich nicht oft genug sagen. Kann ich nicht oft genug sagen. Zwei Badebomben habe ich leer. Einmal habe ich von Lush, das seht ihr nicht, wie das ausschaut, da auch nicht, deswegen blende ich euch die Fotos ein. Von Lush habe ich einen Roboter aufgebraucht, den hatte ich schon mal und ich habe den geliebt. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Ich habe auch vor, dass ich habe nämlich noch ein paar Badebomben. Ich will nämlich mein Badezimmer komplett umschlichten. Und da will ich so ein kleines Körbchen machen, wo ich alle Badebomben reingib. Und nacheinander verwenden. Und wenn ich keine mehr habe, dann darf ich mir welche nachkaufen, weil ich will unbedingt wieder zu Lush und mir welche nachkaufen. Weil der Roboter, der war echt geil. Wenn ich mal wieder nach langem Lush Badebomben verwende, merke ich richtig den Unterschied. Ich merke wirklich den Unterschied von anderen Badebomben. Ich habe zum Beispiel da vom Action diese blaue mit den Regenbogenmuster aufgebraucht. Das seht ihr nicht, weil da ist nichts mehr da. Aber hier habt ihr ein Foto, so wie auch vom Roboter vorher. Ich finde sie okay. Aber ich finde die wirklich ganz, ganz schlecht im Vergleich zu der Lush.
Da sind die Body and Soul sogar noch besser als die von Action. Action würde ich mir keine mehr nachkaufen, aber Lush auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ganz unspektakulär habe ich auch Wattepads leer gemacht. Den Gingerbread Man Badezusatz von TTSept habe ich auch aufgebraucht. Wie gesagt, den gibt es ja nicht mehr. Aber ich mag den Cinnamon Star lieber als den. Den finde ich irgendwie nicht so genial. Noch ein paar Ampullen. Ich versuche jetzt gerade, dass mal alle Ampullen weg sind, weil sonst kriege ich hier die Krise. So, noch Ampullen habe ich auch gebraucht. Zwei noch von Cartier Vera. Das ist die neue Limited Edition mit Tag- und Nachtampulle. Die ist super. Ich mag aber irgendeine Liebe. Ich kann mich aber jetzt nicht erinnern, welche das war. Ich weiß jetzt die Tag oder die Nacht. Ich glaube, die Nacht mag ich viel lieber. Das ist das erste, wo ich auch eine Nachtampulle habe, wo ich sie für den Abend verwenden kann. So wie die Vitamin C, die es leider auch nicht mehr gibt. Aber das ist auch eine Ampulle, die ich lieber am Abend benutze. Also ich habe schon welche, die ich abends verwende, aber eher weniger. Ja, aber die mag ich auch sehr gerne. Und ich habe da ja noch Backups davon, Gott sei Dank. Und die Tag und Nacht, wie gesagt, kann man jetzt aktuell kaufen. Was ich noch benutzt habe, und ich habe mich so verliebt in diese Ampulle, das war eine Barbour-Ampulle. Die hat mir mal der Stefan dazugegeben, weil er hatte mir ja den Tom Ford Duft als erster bestellt, beim ersten Monat, wo wir zusammen waren. Und da war diese Probe dabei und ich habe mich so verliebt. Ich werde die auch aufheben. Ich habe ihn schon vorgewarnt. Ich fand den nämlich auch geil, weil im Donauzentrum gibt es da ein Geschäft mit Barbour-Ampullen. Und ich war schon knapp davor, dass ich reingehe und mir welche kaufe. Und ich habe ihm davon erzählt und er hat gefragt, welche das war. Und ich habe sie aufgehoben. Also ich werde die Verpackung aufheben. Ich wollte sie euch ja erst im Aufgebraucht-Video zeigen. Aber die war mega. Im Vergleich zu den Cartier Vera. Die kann man gar nicht vergleichen. Ich hatte noch nie eine Barbour-Ampulle. Noch nie. Und ich fand die mega geil. Also ich will die unbedingt wieder haben. Wenn ich mich danach geschminkt hätte, wäre das Make-up sicher voll geil gewesen. Aber ich habe sie am Abend verwendet, ich Dorftrottel. Weil ich nicht wusste, wie sie ist. Weil das ist auch so eine Lift and Firm. Die würde ich halt jetzt nicht so oft verwenden. Aber ich möchte mal gucken, ob es vielleicht so ein Set gibt, wo es viele verschiedene drinnen gibt. Ich will unbedingt Barbour-Ampullen probieren. Ich habe die noch nie probiert. Das war, wie gesagt, meine erste. Und ich habe immer nur alle anderen schwärmen davon gehört. Und jetzt verstehe ich, wieso. Das Hautgefühl war so mega. Die Haut war weich. Sie war viel, viel ebenmäßiger und viel, viel schöner als ohne Ampulle. Und deswegen, ich brauche die. Ich brauche die unbedingt in meinem Leben. Ich will die unbedingt wieder haben. Zwei Tuchmasken habe ich leer gemacht. Sehen sie sehr ähnlich, wie ihr seht, aber das war die Tuchmaske vom Vorjahr, die Chocolate Dream. Und das ist die von diesem Jahr, die Sweet Kurkuma Tuchmaske. Erst hatte ich Angst, dass die stinkt wegen dem Kurkuma, aber die riecht so geil. Ich meine, ich mag beide. Ich mag alle beide, die gibt es halt leider nicht mehr, die gibt es aktuell schon. Ich werde die mir auf jeden Fall auch bunkern, weil die mag ich auch so gern. Ich habe da, glaube ich, noch ein paar. Ich weiß zwar nicht, wie viele ich noch davon habe, aber ein paar habe ich noch und die waren, sind ja beide leider Limited Edition. Aber ich finde die Verpackung, also da hat Balea wieder den Vorzug bei Tuchmasken. Da finde ich Balea Design am allerschönsten, weil das ist ja echt heftig, oder? Wie schön das ist. Also das gefällt mir, da stehe ich drauf. Das mag ich. Ich mag beide sehr gerne. Wie gesagt, die habe ich noch als Backup. Leider nicht mehr so viel, glaube ich. Aber die werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Weil die war mega geil. Dann habe ich leer gemacht. Eine Indus Body Lotion von Nivea. Ich habe die ja ganz vergessen wieder zu verwenden und nachzukaufen. Jetzt liebe ich sie wieder, seit ich sie habe. Und ich kaufe sie mir jetzt wieder öfter nach. Wenn ich in der Früh duschen gehe, bevor ich zur Arbeit gehe, habe ich keinen Bock manchmal mich einzucremen. Wenn ich es aber doch mache, benutze ich das trotzdem und habe dann das Aloe Vera Gel in Verwendung. Was ich euch irgendwann mal zeigen werde. Benutze die halt eher morgens, weil abends verwende ich jetzt braverweise, da bin ich so verdammt stolz auf mich, eine Body Lotion. Eine Body Butter habe ich sogar benutzt. Ich glaube, ich werde sie euch gleich als nächster zeigen. Ich kann da nicht länger warten. Ja, aber die benutze ich so dazwischen, so morgens oder wenn ich weiß, mir reicht die Body Butter nicht, benutze ich die auch noch zusätzlich. Ich liebe die. Ich werde sie mir immer wieder nachkaufen. Ich weiß, es gibt keinen Hype mehr über diese In-Dusch-Lotion. Ich glaube, ich bin die einzige Person, die sowas noch verwendet. Aber ich liebe das einfach. Hinterfragt es nicht. Ich liebe es einfach. Ich brauche das auch. Ich habe gemerkt, wie ich es jetzt länger nicht verwendet habe, hat mir was gefehlt. Und seit ich es wieder benutze, bin ich wieder glücklich. Und ich werde sie mir immer wieder nachkaufen. Ich hätte ja gerne die von mit Aloe Vera gehabt. Ich habe ja die Milch und Honig so geliebt, wenn ich euch an die noch erinnern könnt. Aber die gibt es ja nirgendwo mehr. Es gibt doch, glaube ich, gar keinen Nivea-Shop mehr, oder?
Damals gab es einen auf der Maria-Hilfer-Straße, aber gibt es leider auch nicht mehr. Aber die werde ich mir immer wieder nachkaufen. Keine Widerrede. Dann habe ich Badebomben aufgebraucht. Das war von Action die Mango-Reihe. Die bringen ja jedes Jahr, glaube ich, was Neues raus. Letztes Mal war es mit Banane. Und ich bin traurig, dass die das gewechselt haben. Weil die Banane fand ich gut. Da hat mir der Duft irgendwie nicht gefallen von den Mango-Badekugeln. Ich weiß nicht, die werde ich mir, glaube ich, nicht nachkaufen. Ich glaube, die gibt es auch gar nicht mehr. Weil letztes Jahr hatten sie Banane. Dann dürften sie eine Winteredition rausgebracht haben, die irgendwie an mir vorbeigegangen ist. Gott sei Dank, oder? Die war heuer, also letztes Jahr 2021 im Sommer, die Mango-Reihe. Und jetzt haben sie gerade irgendeine neue, die sitzt dann im Hall. Und ich bin gespannt, wie die sind. Aber die fand ich irgendwie nicht so gut. Ich weiß auch gar nicht, ob es die noch gibt. Ich war vor kurzem dort und ich habe aber nicht nachgeschaut. Aber die fand ich irgendwie nicht so gut. Werde ich mir nicht nachkaufen. Zwei Tuchmasken habe ich aufgebraucht von Disney. Ich habe die passend aufgebraucht, wie ihr seht. Ich will nämlich versuchen, meine Disney-Tuchmasken leer zu machen, bevor sie, weiß ich nicht, irgendwie kaputt werden oder so, will ich sie einfach verbrauchen. Und ich habe das halt so vor, dass ich sie passend verwende, weil die Jasmin passt ja zum Genie dazu. Und ich werde versuchen, die passend immer aufzubrauchen. Ich fand aber beide irgendwie nicht so gut. Die waren vom Duft wieder mega furchtbar. Das Gute ist, der Duft ist diesmal schnell von der verflogen. Das heißt, es war nicht so schlimm. Die Verpackung ist ja mega schön, da brauchen wir ja gar nicht diskutieren drüber. Die Verpackung ist mega schön. Das war auch das Jasmin-Gesicht, das war auch sehr witzig. Aber nachkaufen würde ich mir die niemals. Ich weiß auch gar nicht, ob es sie noch gibt beim Primark. Wie gesagt, Verpackung mega, auch dass es dasselbe Gesicht hat wie die Jasmin, war auch sehr witzig. Aber der Duft war, es war erträglicher als bei der Minimaus, weil bei der Minimaus war es richtig penetrant. Aber da ist er so ein bisschen verflogen. Aber das bringt mich trotzdem dazu nicht, dass ich sie nochmal kaufe. Dann habe ich die Genie aufgebraucht, die war aber von Marionneau. Ich habe schon wieder einen Frosch im Hals, Moment, trinken wir mal meinen Kaffee. Maske, ich fand sie okay, aber mir hat irgendwie so ein spezieller Duft gefehlt. Ich weiß, der Genie riecht jetzt nicht so geil, aber irgendwie hat mir ein spezieller Duft gefehlt. Fragt mich nicht warum, aber irgendwie hat mir da was gefehlt. Es war okay, es war mit Avocado, sehe ich gerade. Jetzt sehe ich, dass okay, Avocado riecht jetzt nicht so geil. Vielleicht lag es an dem. Ich meine, ich habe noch andere von Marionneau. Ich weiß auch gar nicht, ob die noch haben, diese Disney-Masken. Ich glaube nicht. Müsste ich mal fragen. Ich glaube, da werde ich mal nachfragen, ob die überhaupt noch haben oder nicht. Werde ich mal nachfragen. Aber die war jetzt nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die war auch wieder mit dem Genie-Gesicht. Das war wieder geil. Ich bin so hibbelig, weil ich habe wirklich viel für diesen Monat aufgebraucht. Und ich glaube, das Video wird endlos lang werden. Ein paar... Also, was wollte ich jetzt sagen? Ich habe noch so viel Kleinklumpert leer gemacht. Ich habe zum Beispiel Badebomben aufgebraucht. Na, Badetabs waren das, nicht Badebomben. Die sehen so aus. Waren jetzt leider nicht so besonders. Ich habe die ja zu Weihnachten bekommen, die waren aber ehrlich gesagt nicht so genial. Ich habe die ja damals von Yves Rocher so gerne benutzt. Aber die waren irgendwie nicht so genial. Die von Yves Rocher mochte ich. Fragt mich nicht warum, aber die von Yves Rocher mochte ich. Aber die, ich weiß nicht, ich habe die gestern, eines habe ich reingeworfen, das sind ja zwei verschiedene Duftrichtungen. Eins habe ich reingeworfen und so dort. Es riecht doch nicht so stark. Da habe ich das zweite reingeworfen, ich mache so das. Auch nicht so geil. Also ich habe sie zwar geschenkt bekommen, fand sie auch niedlich. Aber, boah, mein Magen rebelliert schon wieder. Aber die würde ich mir exakt nicht nachkaufen. Noch eine Ampulle habe ich leer gemacht. Nochmal so eine Coffee Wake-Up Ampulle. Wie sehr ihr auswendig, liebe ich. Dann eine Aloe Vera Crememaske von Primark. Die hat natürlich nach nichts gerochen, aber ich habe in letzter Zeit so einen Aloe Vera-Tick. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Aber die finde ich okay. Die finde ich okay. Würde ich mir auch nachkaufen. Die riecht halt natürlich nach nichts, weil Aloe Vera riecht ja so viel, ich weiß, nach nichts. Aber die war nicht schlecht. Die war wirklich nicht schlecht. Welche ich auch nur so okay finde, war die von Balea. Das ist diese Peach und Nougat. Die finde ich auch okay. Ihr wisst ja, ich habe es in dem letzten aufgebrauchten Video schon gesagt, ich finde sie okay, aber ich mag halt die Pink Ruby, glaube ich, heißt die. Die mag ich viel, viel lieber als die. Ich muss jetzt mal wieder zum DM und mir ein paar Backups kaufen. Aber ich habe heute sowieso vor, das Badezimmer zu ordnen und da werde ich ja mal gucken, wie viele Masken ich habe und dann entscheiden, ob ich mir was Backup-mäßig kaufe oder nicht. Ich habe wirklich viel. Ein Winterbadezusatz von... Was war das jetzt für ein Gezutzel? Ein Winterbadezusatz von Trestle Moon habe ich aufgebraucht. Ich wollte das in Kombination sagen. Ja, Trackle oder Trestle Moon.
Ich liebe die, das wisst ihr. Ich kaufe mir die immer wieder nach. Ich habe nicht geschaut, ob es diese Packung noch gab. Ich muss einmal gucken. Ich werde beim DM und beim Müller mal nochmal schauen, ob es die noch gibt, weil dann würde ich mir die Packung nochmal nachkaufen. Weil ich liebe diese Badezusätze von der Marke. Aber für den Originalpreis bin ich mir ein bisschen zu geizig. Was ich noch süß fand, war ja der Dresdner Essenz Badezusatz. Den würde ich mir auch nochmal kaufen. Ich fand den einfach so von der Verpackung her. Und der Duft, der war auch gut. Man riecht es in der Verpackung jetzt leider nicht mehr. Gebrannte Mandeln und Karamell. Wie geil klingt das bitte? Den werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal kaufen. So. Duftprobenmäßig habe ich auch sehr viel. Also was habe ich denn für einen Ampullenverschleiß? Ein Wahnsinn, das ist noch eine Ampulle, die ich leer gemacht habe. Also ich habe einen extremen Ampullenverschleiß, aber es ist eh auch gut so. Weil ich habe ja eh genug. Ist gut, dass ich auch so viele brav aufbrauche. Na, bin ich nicht brav gewesen den Monat? Stolzer kann ich, glaube ich, gar nicht auf mich sein. So. Ich hoffe, ich habe da jetzt alle Duftproben. Bin ich mir nicht sicher, aber es schaut danach aus. Ich habe sehr viele Duftproben aufgebraucht. Einmal von Yves Saint Laurent, den Libre, habe ich leer gemacht. Den klassischen mag ich an mir nicht so gerne. Das ist nämlich der klassische. Wie der Intense. Es gibt ja jetzt schon drei Varianten. Es gibt den normalen, den ich da die Probe aufgebraucht habe, der was so eine goldene Flüssigkeit hat. Dann gibt es den Intense, der eine bräunliche Flüssigkeit hat. Und dann gibt es noch den Eau de Toilette, der hat so eine roséfarbene Flüssigkeit. Ich mag am liebsten von den dreien den Intense, muss ich ganz ehrlich zugeben. Der klassische gefällt mir jetzt nicht so gut. Ich hatte den auch in Originalgröße, weil wir den von der Schulung hatten. Und ich habe den einer Arbeitskollegin geschenkt, weil sie Geburtstag hatte und sie hat gesagt, sie mag den so gerne. Und ich habe ihn ihr geschenkt und sie hat sich mega gefreut drüber. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch vor kurzem einen Hugo Boss Duft verschenkt, in Kombination mit Duschgel und Bodylotion. Ich hatte das noch daheim und ich habe so viel Zeug. Wann will ich das bitte jemals aufbrauchen? Und ich weiß, dass die Arbeitskollegin den so gerne mag. Und ich habe ihr erzählt, dass ich ein paar Hand auf das Duschgel gesehen habe und ich habe sie nicht mitgenommen, weil ich das noch daheim habe. Habe sie aber natürlich nicht gesagt, weil sie es zum Geburtstag gekriegt hat. Und sie hat sich so gefreut drüber. Und das finde ich so schön, wenn man sich so über Sachen freut. Das gefällt mir richtig. Und deswegen, ja, bei manchen Sachen werde ich schon verschenken, wenn ich weiß, dass die Person sich darüber so freut. Weil das ist ja was dann ganz anderes, wie wenn es bei mir im Kasten vergammelt, oder? Ich habe nämlich noch drei Düfte oder so aussortiert, die ich jemandem schenken will. Ja, das ist besser, als wenn es bei mir im Kammer irgendwie vergammelt. Deswegen, ich finde ihn gut, aber ich finde den Intense besser und deswegen habe ich auch die Originalgröße verschenkt. Aber ich hatte noch eine Probe daheim, weil ich glaube, die habe ich von einer Schulung auch bekommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe auch von Kenzo das Flower aufgebraucht, denn das war der Lieblingsduft von meiner Mom. Ich glaube, sie hat auch noch einen Duft drüben. Muss ich mal meinen Papa fragen. Ich bilde mir ein, einer müsste noch da sein. Er war mir gar nicht so schlecht, aber wird bei mir ursüß. Bei meiner Mama hat der urgenial gerochen, aber bei mir wird er ein bisschen süß. Ich weiß nicht. Ich muss meinen Papa fragen. Ich glaube, meine Mama hat den noch. Vielleicht nehme ich mir den trotzdem von meiner Mom. Weil schlecht ist er nicht und ja. Jetzt langsam kann ich doch die Sachen verwenden, die sie auch mal benutzt hat. Jetzt ist schon ein bisschen leichter. Weil dann denke ich wenigstens an sie, wenn ich die Sachen verwende. Ja. Ich habe noch ein Eau de Parfum aufgebraucht von Burberry und das war so geil. Ich hab den so vermisst, den Duft. Ich habe den ja aufgehört zum Benutzen, weil eine Arbeitskollegin den verwendet und ich finde, der riecht besser an ihr als an mir. Aber ich mag den trotzdem sehr gern. Ich würde ihn mir jetzt nicht kaufen, weil ich eh so viel habe, aber ich hatte eine Probe davon und ich fand den wirklich gut. Der ist wirklich gut, aber nachkaufen würde ich ihn mir nicht, weil auch, da ist die Probe gleich verschwunden. Weil halt dasselbe Problem wieder ist, dass ich den an mir nicht so mag wie an ihr. Deswegen, so, ich bin da ein bisschen komisch, muss ich ehrlich zugeben. Wenn an jemand anders den besser riecht als an mir, dann verbinde ich das nicht mit mir, sondern mit der anderen Person. Ich glaube, das habe ich eh schon mal in einem Video erklärt. Und deswegen würde ich mir den nicht nachkaufen. Aber ich würde mich über Proben freuen. Dann habe ich noch leer von Black Opium das Eau de Parfum. Ich benutze nämlich in der Arbeit aktuell das Eau de Toilette, habe aber jetzt zwei Düfte in der Arbeit, den Roberto Cavalli und den Eau de Toilette von Opium, den ihr in dem Duftvideo gesehen habt. Und habe die zwei Proben noch bei mir zu Hause gefunden, habe mir gedacht, okay, dann verwende ich die daheim. Ich liebe das Eau de Parfum, ich habe das glaube ich auch noch daheim, oder? Habe ich das noch? Oder nicht? Den Neon habe ich, das weiß ich, den
Nein, ich glaube, ich habe ihn nicht mehr. Ich habe die neuen. Also den Neon habe ich zu Hause, den blauen habe ich daheim und den ganz neuen. Den habe ich zu Hause. Aber den finde ich auch noch immer gut. Das ist, die habe ich zweimal, wie gesagt, leer gemacht, weil ich hatte die Proben noch daheim und ich will halt ein paar Proben aufbrauchen. Da hat sich auch die Probe verändert. Seht ihr das? Könnt ihr das erkennen? So. Ich glaube, das war das alte Design, das ist das neue Design. Ja, die war gut, aber... Also nachkaufen würde ich mir den nicht, weil ich weiß nicht, welchen ich von den Black Opiums lieber mag. Da müsste ich erst mal testen. Das Eau de Toilette mag ich gar nicht, weil das verschwindet so schnell auf der Haut. Das ist nicht so geil. Aber ja. Ja, es ist okay. Es ist okay. Aber ich weiß nicht, welchen ich da am geilsten finde. Müsste ich noch austesten. Eine Reinigungsmilch habe ich aufgebraucht von Yves Rocher. Die habe ich ja damals sehr gerne benutzt. Kaufe ich mir jetzt nicht mehr nach. Ich habe aber noch ein Backup. Ich suche dann schon nach einem Ersatz. Aber ich habe ja auch noch aktuell in Verwendung die Clarence Reinigungsmilch, diese Micellenreinigungsmilch. Und ich habe da sehr viele Backups. Das heißt, ich werde mir dabei gar keine Reinigungsmilch mehr nachkaufen und werde mal meine Backups aufbrauchen. Bis ich dann alles leer habe, weil die Reinigungsmilch von Clarence gibt es ja nicht mehr, werde ich dann einen Ersatz suchen. Aber die werde ich mir nicht mehr nachkaufen. Ich habe noch ein Backup, aber nachgekauft wird sie nicht mehr. Ich mag den Duft davon, weil der Duft ist gut von dem Ding. Das ist sowas Frisches, also das ist diese Pure Camille Reihe, die gibt es sogar noch. Ich habe nämlich nachgeschaut vor kurzem. Aber ich würde es mir nicht nachkaufen. Ich komme eh nie zum Yves Rocher und ich mag eher mehr andere Gesichtspflegeprodukte. Ging das plausibel? Ich glaube nicht, oder? Aber ich würde mir das nicht mehr kaufen. Ich mag den Duft, ich mag auch das, was es mit der Haut macht, aber ich will mal was anderes haben. Ich will wirklich was anderes haben. Ich habe das jahrelang verwendet. Ich will unbedingt wechseln. Das ist auch mal komisch, oder? Dass man das mal sagt. Ich habe ein parfümiertes Duschgel leer gemacht. Das war von Flower Bomb von... Nein, das ist von Victor and Rolf. Das Flower Bomb. So. Ich hatte das im L'Oreal Adventskalender drinnen. Ich habe bis jetzt noch nichts über den L'Oreal Adventskalender, glaube ich, gesagt. Oder doch? War das im Live oder in einem Video? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber ich sage es gerne nochmal. Ich fand den Adventskalender nicht so geil. Ich würde mir den nächstes Jahr sicher nicht nochmal kaufen, weil ich habe eher viele Sachen auf die Seite gelegt, die ich halt verschenkt habe. Ja, das habe ich halt selber benutzt und ich fand es furchtbar. Ich finde den Flower Bomb Duft auf meiner Haut ganz, ganz schrecklich. In der Verpackung fand ich es gut. In der Verpackung fand ich es wirklich gut. So riecht er auch eher süß als blumig, finde ich. Aber auf meiner Haut, boah, war das so furchtbar, das konnte ich nicht benutzen. Ich habe echt mich gequält, dieses kleine Ding mit 50 ml aufzubrauchen. Aber ich kann nicht verstehen, warum jeder den hypt. Ich verstehe es nicht. Aber ich muss nicht alles verstehen. Ich habe zwei Peelings aufgebraucht. Und ich sehe gerade erst, dass es zwei sind. Ich habe gedacht, ich habe das gar nicht aufgebraucht. Ich sage, in dem Monat war ich echt... Na, das biegt. Also in dem Monat muss ich echt sagen, war ich wirklich brav. Irgendwas läuft hier aus. Ich glaube, das ist das Balea, was hier ausläuft. Ja, also... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin stolz auf mich, dass ich so viel leer gemacht habe. Jetzt putze ich das, während ich rede, auch sehr geil. Ich bin wirklich stolz auf mich, dass ich so viel leer gemacht habe. Also es hat doch kein Ende, es ist doch immer viel drin. Diese beiden sind sehr vergleichbar. Wirklich sehr vergleichbar. Das einzige Problem... Also es ist... Da sind 300 Gramm drin. Na, auch 300 Gramm. Also es ist derselbe Inhalt. Der Duft gefällt mir bei dem hier besser. Das ist mein heißgeliebtes Collister, was ich euch schon 100 Mal in jedem Video zeige. Entweder haul oder aufgebraucht. Zeige ich euch jedes Mal. Und das ist ja das Weihnachtsgeschenk, was ich bekommen habe von meiner lieben, lieben Nissa. Ich sage jetzt mal den Namen, weil du guckst ja auch meine Videos. Hi. Mein kleiner, wie haben wir gesagt, Stalker oder so? Irgend sowas. Ja, mag dich sehr gerne, dass du das weißt. Sie hat mir ja das zu Weihnachten geschenkt. Ich fand, es ist ein guter Ersatz. Das Einzige, was mich nicht so geil fand am Anfang, war der Duft. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es öffnen soll, weil es so ölig ist. Ja, den Duft fand ich jetzt nicht so geil. Nach einer Weile habe ich mich aber dran gewöhnt an dem Duft. Da finde ich eindeutig den Duft viel, viel besser vom Collister. Peeling-Effekt ist aber derselbe. Peeling-Effekt ist exakt derselbe. Das Einzige, was mir bei dem aufgefallen ist, das Ölige bleibt bei dem länger. Bei dem vermischt sich das irgendwann und ist dann nicht mehr so ölig, was mich aber nicht stört. Beide waren super. Wer zu geizig ist, das Collister nachzukaufen oder überhaupt zu kaufen, kann auf jeden Fall zu dem Balea Öl Peeling Totes Meersalz wechseln.
wenn jemand kein Duft-Junkie ist, so wie ich. Es war gut, es ist ein würdiger Ersatz, aber ich würde mir persönlich eher das nachkaufen. Ich bin verrückt, ich liebe das einfach, ich kann nicht mehr ohne. Für das gebe ich das Geld gerne aus, wenn ich weiß, es ist super. Aber das ist ein würdiger Ersatz, wirklich. Ich würde es mir halt nicht kaufen, weil ich von dem den Duft nicht so mag. Da bin ich eher so ein Duft-Junkie. Aber es war gut. Ich muss auf jeden Fall meine Aufgebrauchtüte wechseln. Die muss ich weghauen, weil die ist furchtbar. Die ist mehr als furchtbar. Da kann ich auf jeden Fall nichts mehr drin sammeln, weil die ist total ölig und schmutzig und kommt weg. Nur mal so. Also, sorry, jetzt habe ich die Kamera weggekickt. Also dieses Aufgebrauchtsackerl kommt auch weg. Das war ja dieses L'Oreal Lancôme, was ich hatte. Ich habe es gerne gehabt, aber wird Zeit, sich davon zu trennen. Es ist furchtbar ölig da drinnen. Ich habe eh so viele schöne Sackerl. Mal gucken, was ich als nächstes verwende. So, ich habe ein paar Make-up-Produkte und so aufgebraucht. Einmal habe ich von Maybelline die Mascara leer gemacht. Ich werde mir überhaupt keine Maybelline-Mascaras mehr kaufen. Ich habe auch die restlichen aussortiert, weil ich hasse Maybelline-Mascaras. Sorry, dass ich jetzt so sage. Wenn ihr sie gut findet, okay, aber ich finde sie alle furchtbar. Egal, welche ich benutzt habe. Sie ist komplett von den Wimpern runtergekrümelt und ich war da komplett schwarz. Also Maybelline-Mascaras werde ich mir, egal welche neu rauskommt, werde ich mir auf gar keinen Fall mehr kaufen. Ich fand bei der den Duft so gut. Ich habe den Duft bei der geliebt, aber die ist furchtbar. Die kann man nicht verwenden. Auch die wasserfeste Variante war furchtbar. Würde ich mir niemals nachkaufen. Niemals. Ich sag eh nicht so oft schlechte Sachen über Produkte, aber die fand ich echt beschissen. Mein restlicher Kleinkram ist total ölig und irgendwie habe ich den Faden verloren. Weil da alles so ölig ist und pickt. Deswegen sage ich ja, die Aufgebrauchtüte kann ich schmeißen. Das ist ja furchtbar. Ich habe aufgebraucht von Lancôme das Genifique Serum. Ich fand es aber ehrlich gesagt nicht mehr so geil. Ich weiß nicht, die haben das ja schon 100-mal neu formuliert und neu rausgebracht. Und ich finde es auch, Frau Schmalz, ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen zu teuer. Das würde ich mir niemals nachkaufen. Ich finde es cool, wenn ich so als Probiergröße habe, aber nachkaufen würde ich es mir nicht. Die Pipette war auch furchtbar, aber nachkaufen würde ich es mir nicht. Ich habe auch eine Reinigung aufgebraucht als Probe. Die habe ich, glaube ich, von der Vivi bekommen. Die war gut. Aber ich habe ja mein absolutes Lieblingsprodukt schon gefunden. Das ist die Cores Joghurtreinigung. Habe ich jetzt aktuell in klein wieder in Benutzung. Ich liebe die. Jetzt, seit ich sie wieder benutze, sind die Unreinheiten auch weg. Ich habe meine Tage gehabt, ich weiß, voll interessant. Aber ich hatte keine Pickel. Ich hatte keine Pickel. Das ist einfach unglaublich. Das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Deswegen, die würde ich mir nicht kaufen, aber es war interessant, die mal zum Benutzen. Dann habe ich noch Gesichtsbinden. Super, jetzt ist da was stiften gegangen. Na komm schon. Ich habe da von Becker was aufgebraucht. Das habe ich von der Tanja bekommen zum Probieren. Das war so eine kleine Größe von diesem. Ich meine, das sieht auch schon furchtbar aus. Das war so eine Mini-Größe von diesen Creme-Highlightern, glaube ich. Da gibt es die gab es auch. Ich brauche gar nicht mehr so viel darüber reden, weil Becker gibt es eh nicht mehr. Ich habe es, wie ihr gesehen habt, aufgeschnitten. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich es aufgeschnitten habe, hat sich die Konsistenz total verändert. Das war urmühsam, das Ding aufzubrauchen, aber ja. Ich fand es okay, aber ich habe jetzt irgendein anderes, was mir die Tanja geschenkt hat. Das benutze ich jetzt gerade. Finde ich auch gut, also es hat eigentlich dieselbe Wirkung wie das. Ich mische das ja immer ins Make-up. Ja, war gut, aber gibt's eh nicht mehr. Von Biotherm habe ich die Creme in Öl in einer kleinen Tube aufgebraucht. Ihr wisst ja, ich war ja ein mega großer Biotherm-Junkie. Aber seit dieser Umstellung von den ganzen Biotherm-Produkten mag ich die Sachen nicht mehr. Die Creme in Öl habe ich geliebt, ihr kennt's mich. Die Creme in Öl war mein Lieblingsding. Die neue Variante gefällt mir einfach nicht. Mir gefällt der Duft nicht mehr. Die Pflegewirkung ist eigentlich gleich geblieben, aber mir gefällt einfach der Duft nicht mehr. Ich bin der Duft-Junkie. Ich kann einfach nicht anders. Was soll ich machen? Aber ich bin echt enttäuscht. Also ich bin wirklich am Überlegen, ob ich bei der Pflege nicht zu Cores wechsle. Ich habe nämlich vor kurzem mir ein Video von mir selber angeschaut, von meiner Sammlung, weil ich wissen wollte, was ich da noch aktuell als letzter in der Sammlung hergezeigt habe. Und da habe ich gesagt, dass ich Cores nicht mag, was gar nicht wahr ist. Ich habe die Produkte noch nie so richtig verwendet. Ich kann nicht sagen, ich mag was nicht, wenn ich es nicht kenne. Und Biotherm mochte ich früher wirklich gern, aber die neuen Varianten gefallen mir einfach nicht. Ich gebe dieser neuen Creme
noch eine Chance, weil die habe ich auch daheim. Ich meine, ich will zuerst einmal die alten Sachen noch aufbrauchen. Ich meine, ich brauche sowieso nicht über Gesichtspflege nachzudenken, weil ich habe so viele Sachen, die ich jetzt mal aufbrauchen muss. Aber die würde ich mir persönlich niemals nachkaufen, weil ich einfach den Duft nicht mehr mag davon. Aufgebraucht habe ich auch mein Augenbrauengel von Miss Lean, das es ja leider nicht mehr gibt. Ich habe aber ganz, ganz viele Backups und ich habe es jetzt aktuell auch wieder in Verwendung. Dann habe ich leer gemacht. Das war vom Adventkalender und ich glaube, das ist auch das, was so ölig ist. Na, das kann nicht nur das sein. Egal. Ich habe das MAC Cleanser Foil aufgebraucht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ihr wisst, ich bin ein MAC Junkie. Ich liebe jeden MAC Lippenstift. MAC Puder mag ich auch. Ich habe da nämlich noch was aufgebraucht von MAC. MAC Puder mag ich auch. Ich meine, das fand ich jetzt nicht so gut, aber dazu komme ich gleich. Aber das Cleanser Foil mag ich nicht. Ich habe das Abschminköl von, jetzt aktuell gerade von Novo Expert. Habe ich mir erst vor kurzem mitgenommen. Was war das andere? Novo Expert, Biotherm und Lancôme. Und das Lancôme habe ich ja schon sehr oft gehabt, wie das Biotherm. Und das Biotherm mag ich, weil es nicht so sich wie Honig zieht. Aber das Lancôme mag ich gerade deswegen. Irgendwie ein bisschen verwirrend. Ergibt auch irgendwie keinen Sinn, was ich da gerade rede, aber beide haben was, sage ich jetzt einmal. Aber bei dem MAC habe ich jedes Mal, wenn ich das verwendet habe, habe ich so einen Schleier bei den Augen. Und das dauert immer eine Weile, bis das weggeht. Das habe ich bei Lancôme und bei Biotherm nicht. Gar nicht. Und deswegen würde ich mir niemals das MAC Cleanser of Oil nachkaufen. Ich habe das nämlich noch nie in Original gehabt. Ich habe das immer nur so in klein gehabt, weil ich es immer wieder verwenden wollte, weil ich es lieben wollte, weil es ja jeder gehypt hat. Deswegen wollte ich es auch lieben, aber für mich geht das einfach gar nicht. Ich kann es nicht benutzen, weil mich das so furchtbar nervt, dass da so ein Schleier über den Augen ist. Das, nein. Einfach nein. Kann ich nicht verwenden. Mag ich nicht. Es schminkt super ab, das ist keine Frage. Es schminkt wirklich super ab, aber ich hasse diesen Schleier bei den Augen. Das kann ich nicht leiden. Das mag ich überhaupt nicht. Deswegen würde ich es mir nicht nachkaufen. Niemals. Da bevorzuge ich dann lieber den Balsam von Biotherm, den es ja leider auch nicht mehr gibt, oder das Öl von Biotherm zum Abschminken oder eben das von Lancôme. Die zwei sind meine absoluten Lieblinge. Das Lancôme habe ich zum Beispiel von einer Arbeitskollegin seiner Oma empfohlen, die auch sehr zufrieden ist, was ich weiß, von Erzählungen her. Und einer Freundin von mir, meiner besten Freundin, die liebt das Ding auch. Also das Lancôme finde ich bis jetzt eigentlich eher am besten. Aber wenn ich mal nicht so Bock habe auf dieses ziehende Honigteil, dann nehme ich das von Biotherm. Ja. So, ich habe ein MAC Puder aufgebraucht, das war auch von der lieben Tanja, das hat sie mir gegeben. Es war zu fest gepresst. Ich bin sehr schnell Hitte-Pan gewesen, sehr, sehr schnell und ist auch furchtbar schnell leer gegangen. Kaum war aber ein riesen Hitte-Pan drinnen und man konnte nur den Rand verwenden, war das so fest gepresst auf einmal, ich weiß nicht, was da los war, dass man kein Produkt mehr rausbekommen hat. Und das hat mich genervt. Ich habe aber so einen geilen Pinsel von von Claire's. Der so richtig kratzig ist und da kriege ich die Produkte urgeil dann raus, den Rest. Aber nachkaufen würde ich mir, das war das weiße Puder, nachkaufen würde ich mir das nicht. Ich habe aber schon gegoogelt, welche Puder es gerade bei MAC aktuell gibt. Und ich überlege, ob ich mir als nächster ein MAC Puder kaufe. Ich habe jetzt noch das von Too Faced, das Banane, das benutze ich jetzt aktuell. Eines von Essence habe ich noch und ein paar andere von Essence. Die will ich natürlich noch alle aufbrauchen, bis ich mir dann irgendwann einmal ein MAC Puder leisten kann. Aber dieses Transparente würde ich mir, glaube ich, nicht mehr kaufen. Ich weiß nicht, fand das irgendwie nicht so gut. Das hat mich nicht so vom Hocker gehauen. War sehr ernüchternd. Ich habe da noch so viele Sachen liegen und ich laber so lange. Ich habe eine Probe aufgebraucht von Clarins. Die habe ich mir gestern noch auf meine Haut geklatscht, weil ich bin in letzter Zeit Bodylotion süchtig. Die habe ich aufgebraucht, da war wirklich wenig drin. Ich habe die dann auch gleich aufgeschnitten und die war ratzeputzer leer. Die ging wirklich sehr, sehr schnell leer. Das war, glaube ich, eher so eine, so ähnlich wie diese Bodyfit von Clarins. Jetzt kriege ich das nicht mehr zu. Die war eher so wie diese Bodyfit. Ich glaube, ich habe auch irgendwo noch eine Probe von dieser Bodyfit. Die sollte ich auch vielleicht aufbrauchen. Ich habe auch das Bodyfit in Original. Das ist so eine Figurpflege, nennt man das, glaube ich. Was auch gegen Zellulite und so hilft. Hilft aber natürlich nur, wenn man die Ernährung auch umstellt und wenn man auch regelmäßig Sport macht. Das ist das, was viele vergessen. Auch ich manchmal. Aber die fand ich irgendwie nicht so gut. Entweder war die Probe schon zu alt. Ich weiß nicht. Also die hat mich irgendwie nicht so umgehauen. Ich habe nämlich so viele Clarins-Proben und will die jetzt mal aufbrauchen. Ich bin so richtig im Aufbrauch-Adrenalin. Ich bin extrem, was das betrifft in letzter Zeit. Die fand ich aber nicht so gut. Vielleicht war sie einfach zu alt.
Aber ja, ich habe sie leer gemacht. Stolzer kann ich nicht sein. So, noch ein bisschen Gesichtspflege habe ich noch. Ich habe von Ahava endlich meine Essenz aufgebracht. Das schaut so aus, weil ja das Öl in der Tasche ausgeronnen ist. Ich mochte es gar nicht. Ich habe nie gedacht, die Vivi hat mir damals gesagt, sie findet die Misha-Essenz zu reichhaltig. Ich habe das nie verstanden. Ich habe sie immer so angeschaut, wie kannst du das so reichhaltig finden? Das kann gar nicht sein. Doch, die Ahava war auch sehr reichhaltig. Ich habe manchmal nicht einmal noch was nehmen können am Pflege und ich habe sofort Pickel bekommen. Ich glaube, dass nicht nur die Chores-Reinigung mir hilft, keine Pickel zu bekommen, sondern dass es an dem lag. An der Essenz, glaube ich, lag es, dass ich so viele Pickel hatte, die letzten paar Monate. Weil ich habe die durchgehend benutzt und jetzt benutze ich sie fast einen Monat nicht mehr. Und ich glaube wirklich, dass es an der Essenz lag. Deswegen würde ich mir die Ahava niemals nachkaufen. Niemals. Ich habe noch eine Biotherm-Essenz. Die werde ich irgendwann einmal dann benutzen. Aber Ahava würde ich mir nicht mehr nachkaufen. Der Duft war urgut von der. Aber ich habe von der Pickel, ich weiß jetzt ganz genau, dass das Ding ist, was schuld war, weil ich habe keine Pickel mehr. Ist mir jetzt gerade eingefallen. Weil ich habe immer gedacht, was ist es, warum ich so viele Pickel bekomme? Auch gestern stand ich im Badezimmer, habe so meine Haut angeschaut, die hat sich wirklich verbessert in der letzten Zeit. Die ist so gut, war glaube ich meine Haut noch nie. Und ich habe mir gedacht, das ist sicher, weil ich wieder die Chores-Reinigung verwende. Dann ist mir aber aufgefallen, die Chores-Reinigung benutze ich noch nicht so lange. Weil ich habe mir die Kleine wieder ins Badezimmer gestellt und ich benutze sie noch nicht so lange. Deswegen habe ich so überlegt, woran kann es gelegen haben? Und ich glaube, dass es die hier war. Dass die Essenz von der Haber war. Weil seit ich sie nicht mehr benutze, habe ich keinen einzigen Pickel mehr. Keinen einzigen. Deswegen würde ich mir nicht mehr nachkaufen. Weil wie gesagt, das war einfach zu reichhaltig. Und wenn ich dann noch eine Pflege drüber geben habe, war das einfach meiner Haut zu viel. Deswegen würde ich sie mir nicht nachkaufen. Sorry. Deswegen würde ich sie mir nicht nachkaufen. Da bevorzuge ich lieber die von Biotherm, aber ich versuche so ein bisschen meine Gesichtspflege so ein bisschen zu minimieren. Damit ich nicht mehr so viel drauf klatsche. Weil das ist nicht gut, weil ich habe davon Pickel bekommen, wie man merkt. So, noch ein Gesichtspflegeprodukt habe ich leer gemacht, das ist von Chores und das habe ich geliebt. Das habe ich so geliebt. Ich bin so traurig, dass das leer ist, aber ich darf es mir nicht nachkaufen. Ich habe den Tester bekommen von einer Außendienstmitarbeiterin. Ich habe mit ihr ein bisschen über meine Haut geredet und dass ich so Probleme habe und so. Und sie war urlieb und hat mir dann ein bisschen was mitgegeben. Da war nicht mehr viel drinnen, aber es war... Naja, sie hat gemeint, es ist nicht mehr viel drin, aber es war schon viel drin. Das hat so eine Metallkugel. Das ist eigentlich für die Konturen gewesen. Ich habe es aber dann am Schluss auch fürs ganze Gesicht benutzt. Ich habe es geliebt. Ich habe es wirklich geliebt. Das ist von Chores, die Black Pine Serie. Die wurde ja neu gemacht und ich glaube, das Serum ist komplett neu ins Sortiment gekommen. Und ich habe es geliebt. Das fand ich wirklich, wirklich gut. Jo. Das fand ich wirklich gut. Das ist so ähnlich wie das von Clairol, wo ich mal eine Probe hatte. Könnt ihr euch erinnern? Dieses V-Shape Serum, glaube ich, war das. Das war auch geil. Und das ist so ähnlich. Ja, ich weiß nicht, welches ich mir da eher nachkaufen will. Das oder irgendein anderes. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. So, ich muss mal Gas geben. Ich glaube, es ist schon über eine Stunde, das Video. Gefühlt eine Stunde. Ich habe auch eine Seife wieder leer gemacht. Das war von Aveo die Gartenliebe. Habe ich jetzt noch aktuell in Verwendung, finde ich okay, haut mich aber jetzt nicht um. Irgendwie habe ich das Gefühl, die damaligen Seifen waren von den Düften einfach viel intensiver. Und ich habe irgendwie das Gefühl, die ist nicht so intensiv gewesen. Die Verpackung natürlich wieder wunderschön, Aveo. Aber irgendwie fand ich die Seife nicht so geil. Ich weiß nicht. Eine Tuchmaske habe ich noch leer gemacht. Die habe ich auch von der lieben Nissa bekommen. Das war, glaube ich, das hat sie mir mitgebracht, glaube ich, aus der Türkei. Die war ja so geil. Die war ja mega geil. Die war so pflegend danach. Also ich habe das selten bei Tuchmasken, dass die so pflegend sind, dass ich danach nicht einmal meine Nachtcreme benutzen brauche. Und die war so. Also ich weiß nicht, wo genau sie die her hat, aber die war mega geil. Also die war wirklich geil. Dann habe ich einen Lippenpatch aufgebraucht, so ein Hydrogel-Lippenpatch, weil ich habe in letzter Zeit wieder mehr Fieberblasen und Munddecken. Jetzt fangen die Munddecken wieder an. Ich werde wieder heute eine verwenden, weil ich habe von Action mir welche gekauft. Da werde ich welche benutzen, weil das... Ich weiß nicht, ob es hilft, aber ich habe in irgendeinem aufgebrauchten Video, ich glaube von der Chiquitas Blaze, hat sie erzählt, dass sie das cool fand bei einer Fieberblase. Und ich probiere es einfach wieder bei einer Munddecke. Ich bilde mir ein, ich habe das gemacht und dann waren die Munddecken nach ein paar Tagen weg. Ich probiere es einfach. Deswegen, ja, ich weiß, das ist ja urumweltschädlich, wenn man so ein Lippatch oder Augenpad verwendet, aber
Ich liebe die Dinger, fragt es einfach nicht nach, weil ich habe auch Augenpads auch nochmal aufgebraucht. Seht, so schlecht war ich gar nicht. Ich habe 3 Augenpads in einem Monat aufgebraucht. Könnte natürlich besser sein bei der Menge, die ich habe, aber kein Drama. Das kriegen wir auch noch hin. Die finde ich auch gut, die Yuti. Da habe ich mir auch... Ich darf jetzt nicht dauernd von dem Haul-Video reden, ihr seht das dann eh in einem Video. Die fand ich auch sehr gut. Würde ich mir auch immer wieder nachkaufen. Sind ja auch nicht so teuer. Noch einen Badezusatz habe ich leer gemacht. Den habe ich am 1. Jänner, glaube ich, sogar benutzt. Das war das Fizzy Sparkling Party. Der war auch gut. Den kenne ich so gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, was der kochen hat. Weiße Traube Pfirsich. Okay, steht hier unten. Der war aber auch geil. Der war auch geil. Was noch geil war, die würde ich mir sogar nachkaufen mit der Aloe Vera Maske. Die Hydrating Rose Water Creme Maske von Primark. Die sieht so aus. Die war auch geil. Die hat geil gerochen und das Hautgefühl war danach wirklich angenehm. Würde ich mir nachkaufen. Ich habe die Uhr schier aufgerissen, weil ich keine Schere hatte im Badezimmer. Die war wirklich geil. Würde ich mir nachkaufen. Dann habe ich leer gemacht. Ich habe mir das bis zum Schluss aufgehoben. Meine heißgeliebte Zuckerschnute ist leer geworden. Ich habe davon, glaube ich, nicht mehr so viele Backups. Ich weiß jetzt nicht auswendig, wie viele. Aber ich glaube, oder habe ich davon noch genug? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe das ja geliebt, dieses Duschgel. Wer mir so lange folgt. Ich habe nämlich vor kurzem, ich wollte eigentlich ein Jubiläums-Special auf meinem Kanal machen, aber ich hatte einfach keine Zeit. Ich habe dann am Montag doch arbeiten müssen. Also müssen. Ich bin eingesprungen quasi. Und ja, habe dann keine Zeit gehabt, leider Videos zu drehen. Das hole ich aber alles nach. Ich habe nämlich seit 24.01. mache ich 10 Jahre YouTube. Also deswegen, wer mich kennt, weiß, dass ich das hier liebe. 10 Jahre ist halt echt heftig, oder? Also 10 Jahre ist wirklich, wirklich heftig. Ich bin echt baff. Also 10 Jahre ist echt, echt heftig. Aber ich komme vom Thema ab. Ja. Ich habe die Zuckerschnute aufgebracht und ich habe eine Bodylotion leer. Ich weiß, es ist nur eine in dem Monat, aber ich habe sie leer. Ich habe sie ja urgeliebt. Mein Freund mag eigentlich keinen Vanilleduft. Man merkt, ich bin schon wieder so wie overhyped wegen einer Bodylotion. EU gestört, aber es ist so ein erleichterndes Gefühl, wenn man eine Bodylotion leer macht. Ich kann euch das gar nicht erklären, das ist eh so dämlich, aber es ist so erleichternd. Ich bin so brav in letzter Zeit. Wer mich kennt, weiß, dass ich ja... das Zuckerschnute lieber. Und ich habe ja damals noch die Bodylotion mir gekauft. Ich habe so einen Frosch im Hals. Die wäre eigentlich im Februar 2015 abgelaufen, aber die war original zu. Ich habe nämlich vor kurzem mir ein Sammlungsvideo angeschaut, wo ich die aufmache und sie probiere, weil da habe ich auch die Bodyshop wegschmeißen müssen. Und ja, ich habe sie geliebt. Ich habe sie aufgebraucht. Ich bin so stolz auf mich, dass ich das leer gemacht habe. Ich liebe ja das Duschgel. Brauche ich euch ja gar nicht mehr erklären. Das liebe ich ja heiß. Und die Bodybutter, die war auch geil. Mein Freund, wie gesagt, mag keinen Vanilleduft. Aber er hat gesagt, dass die an mir so gut gerochen hat. Und ich werde die vermissen. Ich sag's euch ganz ehrlich. Ich werde die vermissen. Ich weiß nicht, ob ich die Dose auswaschen soll und was reingeben soll. Aber das ist eher so messy-like. Aber komplett leer. Komplett leer. Das Ding war bummvoll. Und ich habe es Anfang des Monats verwendet. Habe es Ende des Monats leer gemacht. Genauso wie damals. Ich bin so stolz auf mich. Ich habe immer einmal im Monat auf jeden Fall eine Bodylotion leer gekriegt. Und ich will das weiterhin machen. Ich will das weiterhin so durchziehen. Vielleicht benutze ich jetzt ein paar kleine. Weil ich habe eine kleine, die ich gern benutzen würde. Vielleicht wird die schneller leer. Weil ich habe jetzt einen Schaum angefangen. Diesen Pflegeschaum von Isana. Der ist auch geil. Aber mir ist das ein bisschen zu wenig. Naja, die war auch geil. Die war wirklich geil von der Pflegewirkung, aber gibt's leider nicht mehr. War leider Limited Edition. Mein Holz ist trocken, verdammt nochmal. Ich habe 3 Parfums leer gemacht. Mein Tom Ford ist auch schon leer. Fangen wir aber mal mit einem anderen an. Ich habe den Armani C Eau de Toilette leer gemacht. Ich habe da keinen Stöpsel mehr, das war nämlich ein Tester. Ich mochte den leider nicht so gern. Ich habe ihn gerne benutzt, aber es war jetzt nicht einer, wo ich jetzt urtraurig wäre, dass den nicht mehr gibt, weil der ist nämlich aufgelassen worden. Das Eau de Toilette gibt es nicht mehr von Armani C. Das war auch eine ganz andere Flasche, also Blödsinn, die Flasche war gleich wie die normalen Armani C. Die Flüssigkeit war aber so hellrosa und der Stöpsel war auch damals hellrosa. Das habe ich nur durchs Internet habe ich es mitbekommen. Ja. Ich werde die Inhaltsstoffe zusammensuchen und euch die einblenden. Ich fand den okay, aber hat mich jetzt halt nicht so umgehaut. Ich mag irgendwie das Armani C Intense ein bisschen lieber in letzter Zeit. Den klassischen ja sowieso, aber das Intense finde ich auch mega.
Aber das Eau de Toilette, ich weiß nicht. Ich mag keine Eau de Toilette. Ich mag keine Eau de Toilette. Ich habe davon das Eau de Toilette gehabt. Von dem Opium habe ich jetzt aktuell das Eau de Toilette in Benutzung. Und ich mag es einfach nicht. Ich kann es euch nicht oft genug sagen. Ich mag es einfach nicht. Ja. Aber das gibt's eh nicht mehr. Was ich noch liebe, das wisst ihr ja eh, ist von Lancôme La Vie Belle de Soleil Cristal. Den habe ich auch schon leer gemacht. Das einzige Blöde ist, die Lancôme-Düfte gehen so schnell leer, das ist unmöglich. Ich hatte davon, ich habe mir den Tester einmal genommen. Nicht nur genommen, sondern ich habe ihn auch, ihr wisst schon, ich habe ihn von der Arbeit bekommen. Sagen wir lieber bekommen, genommen, klingt, das würde ich klauen. Ich habe ihn von der Arbeit bekommen. Und da war nur noch so viel drinnen, circa, und in 2 Tagen war das Ding leer. Ich habe den originalen ja daheim und ich überlege, ob ich den bald benutze. Ich überlege, wirklich, weil ich habe eh so viel und mir ist lieber, ich benutze was und liebe es, als ich, ja, es gammelt in der Gegend um und um. Letzter bin ich so brav, dass ich so denke, habe ich mir nie gedacht. Aber ich liebe den Duft noch immer, er geht wirklich schnell leer. Generell die Lancôme-Düfte gehen so, so schnell leer. Aber ich liebe den. Ich liebe den. Der ist echt, echt gut. So, zum Tom Ford Lost Cherry. Das ist mein erster, den ich leer gemacht habe. Bei dem ist das Problem. Da ist noch was drinnen, aber ich kriege das nicht raus. Wenn ich den so ins Licht halte, sehe ich, dass da, ich meine, so sehe ich es jetzt, oh ja, circa bis daher ist da noch was. Also so ein kleiner Fuzzi-Tropfen ist da noch drin, aber ich kriege es, seht ihr das? Bisschen. Der Sprühkopf, ich habe mir das, ich bin ein kleiner Sherlock, ich habe mir das mal genauer angeguckt, habe die Handylampe so dagegen gehalten und habe mir das die ganze Zeit angeguckt und mir ist aufgefallen, dass von dem der Schlauch zu kurz ist. Und das finde ich nicht geil. Jetzt, wo ich ihn wieder rieche, könnte ich ihn am liebsten wieder verwenden. Aber ich darf nicht, ich muss jetzt mal andere benutzen. Ich werde auf jeden Fall zu. Ich überlege nämlich, ob ich hinschreibe und mich darüber beschwere, weil wie soll ich den jetzt komplett leer machen? Ich meine, für mich ist er leer, weil es kommt nichts mehr raus, aber eigentlich ist er ja nicht leer, weil es ist, wie gesagt, so ein bisschen so ein Tropfen, wenn man so guckt, circa so ist noch drinnen. Also für 2-mal sprühen ist da fix noch was drin, aber ich kriege es einfach nicht leer. Ich kriege es nicht leer. Und das macht mich echt kirre. Das geht mir echt auf die Nerven. Ich habe ja noch einen zweiten. Ich bin eh der U-Junk, ich habe das sogar in der Verpackung lassen. Ich habe noch einen zweiten und ich habe Angst, dass es beim zweiten auch so ist. Ich habe echt Angst, dass es beim zweiten auch so ist. Ich überlege auch, ob ich mir den noch aufhebe, weil Tom Ford. Ich bin ja urmäßig, ich meine, passend an mir abgestimmt. Aber ich liebe dieses Parfum, das wisst ihr. Ich liebe dieses Parfum. Ich kann euch nochmal einblenden, was drinnen ist, wenn ihr wollt. Der ist geil. Der ist einfach geil. Da kann man nichts anderes sagen. Der ist einfach geil. Was will man da mehr sagen? Der ist einer der besten Düfte, die ich jemals hatte. Wirklich. Also, ich finde es halt wirklich schade, dass der Schlauch zu kurz bei dem war, dass man den nicht leer bekommt. Ich habe nämlich ein paar Kolleginnen auch gefragt. Eine Kollegin hatte den nämlich auch, hat sie gesagt. Also, sie hat ihn einmal schon leer gemacht und einmal hat sie ihn noch. Und sie gesagt, sie hatte das Problem nicht, dass eben der Rest nicht rauskam. Und das finde ich, bei dem Preis für den Duft, finde ich das wirklich eine bodenlose Frechheit, dass man da nicht alles rausbekommt. Ich weiß nicht, ich könnte mich stundenlang drüber aufregen. Ich finde das furchtbar. Ich finde das wirklich furchtbar. Aber ja, ich habe den auch sogar in der Arbeit mit, weil ich ihn benutzen wollte. Ein kleiner Tom Ford Junkie. Ja, aber das macht mich echt traurig. Das macht mich wirklich traurig. Ich werde euch da auf den Laufenden auf Instagram halten, ob ich da was erreiche oder nicht. Aber ich finde das echt schade, dass da nicht alles rausgeht. So, im Großen und Ganzen, das Video, glaube ich, ist eh endlos lang und meine Stimme lässt schon nach. Ich bin echt stolz auf mich, besonders über die Bodylotion. Also da könnte ich stundenlang mich drüber freuen, wirklich. Das ist so ein erleichterndes Gefühl, wenn man weiß, man hat so viel und man bekommt dann endlich mal was leer. Wenn man es endlich mal durchgeht, verwendet man faule Sau. Verdammt noch einmal. So, ich bin wirklich, wirklich stolz auf mich, dass ich 3 Parfums leer gemacht habe. Auch wenn darunter mein heißgeliebter Tom Ford ist. Aber das macht nichts. Und ich habe wirklich viele Masken benutzt, viele Proben. Also ich habe das so richtig schön, finde ich, aufgeteilt. Und ich hoffe, dass ich im Februar auch so brav aufbrauche. Ich hoffe es wirklich. Drückt mal die Daumen, dass das so gut läuft wie jetzt aktuell. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen.
Ihr könnt es mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr ein Produkt schon probiert habt und es kennt und es liebt. Und dann sehen wir sich im nächsten Video wieder. Bye!